Bildschirm. Aber Christoph Nahr weiß, wir müssen uns um sie und um ihre Laune überhaupt keine Sorgen machen. Kamera läuft. Jetzt geht's gleich los. Nein, mach's nochmal. Ich muss ein bisschen langsamer reden. Soll ich vom Text her irgendwas verändern? Doch, ich freue mich drauf. Dieses Mal ohne mich, aber ich freue mich drauf und drücke den Mädels ganz fest die Daumen. Ich lasse das weg. Die Leute wissen ja, dass es ohne mich ist. Ja, das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Magdalena Neuner ist nicht mehr dabei. Der Superstar, die Doppel-Olympiasiegerin, die amtierende Gesamtweltcup-Siegerin. Sie hat jetzt viel Zeit in Wallgau, um Autogrammpost zu beantworten. So interessant sie auch manchmal sein kann. Ein Geschenk. Und man kriegt mal ein Geschenk. Der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Absolut. Also ich habe bis jetzt keinen Tag dabei gehabt, wo ich es bereut habe, dass ich den Weg so gegangen bin, dass ich mich so entschieden habe. Viele sagen dann zu mir, oh, und wann kommt denn jetzt das große Loch und so? Und ich denke mir immer, großes Loch. Also momentan schaut es nicht so nach Loch aus. Also ich fühle mich wohl, mir geht's gut. Ich habe meine Arbeit, also ich bin da wirklich viel beschäftigt, bin viel unterwegs, aber halt eben auch viel daheim und habe einen gewissen Abstand, glaube ich, kriegt zu dem ganzen Sport und merke halt einfach, wenn ich in der Früh aufwache, dass dieser Druck weg ist. Trotz des Rücktritts ist das Interesse weiter groß. Alle fragen sich, was macht Magdalena Neuner jetzt mit 25 Jahren, ohne den Sport, den sie über 10 Jahre professionell betrieben hat. Ich mache natürlich immer nur Sport und das ist aber jetzt irgendwie mit einer anderen Qualität. Also jetzt geht man halt dann einmal auf eine Berghütte, bleibt einmal ein bisschen sitzen. Also wir sind letzten Sonntag total versumpft und sind dann in der Dunkelheit irgendwann runtergegangen. Und es hat einfach eine andere Qualität und man trifft sich öfter mal mit Freunden. Also ich habe gemerkt, dass ich auch wieder viel aufgeschlossener geworden bin. Als Sportler hat man immer so ein bisschen einen Tunnelblick. Die Erweiterung des Horizonts ist Neuner wichtig. Also nimmt sie viel mit, solange sie gefragt wird. Herzlich willkommen bei uns, Rekordbiathletin Magdalena Neuner. Warum ist das so? Ein A-Promi, ohne Berührungsängste mit anderen Berühmtheiten. Neuner ist interessant, auch ohne Sport. Begrüßen Sie bitte die einmalige, sagenhafte, wunderbare, sympathische Magdalena Neuner. Prost, Magdalena. Eigentlich können wir du sagen, oder? Ja, alles jetzt, klar. Jetzt, Erwin. Das bleibt hängen. Mein Magdalena Neuner Anstieg. Ja? Ist das noch zu retten? Ja, also sagen wir mal, wenn Sie das wirklich gesteckt haben, ist das gar nicht so schlimm. Werden Sie das geschwind fertig machen, ja. Dann, ja? Die Frau ist gut beschäftigt. Sieht hier so platt gepresst aus. Die Biathlon-Sponsoren lassen nicht von ihr. Sie wird präsent bleiben in ihrem Sport, auch wenn sie nur noch als Werbeträgerin auftritt. Mit der neu gewonnenen Distanz. Ich glaube, dass ich mir auf jeden Fall dagegen wehren werde, wenn irgendeine Diskussion aufkommt, was jetzt da los ist mit dem deutschen Team. Also ich meine, man weiß es ja nicht, vielleicht läuft es von Anfang an super, aber es kann anders auch sein. Und ich werde die Letzte sein, die sich dann hinstellt und irgendwelche Kommentare dazu abgibt. Kamera läuft. Ich freue mich drauf und drücke den Mädels ganz fest die Daumen.